Hallo Desmond. Hau ab. Nette Begrüßung schon mal. Ja, auch ein Hallo von mir, nicht nur von Shawnee. Reden wir doch mal mit Rebecca und fragen sie, was so abgeht. Hallöchen. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Jo. Klare Sache. So, dann gehen wir mal da rein. Und los geht es. Ab in die Vergangenheit. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Shawnee. Naja. Das hat er aber irgendwo recht. Und los. Blöp. Ich kann mich um nichts umgucken. Nichts, nichts. Und ach, da ist auch nichts. Aktion beendet. Ja, diese Uplay-Aktion habe ich jetzt schon alle freigeschaltet. Soweit ich weiß. Also, bestimmt noch irgendwelche Achievements, aber ich sag mal, so die Standard habe ich, müsste ich haben. Juhu, das absolute Nichts. Boah, ich liebe das. Ja, ich finde das, dieses Aufbauen, echt gut gemacht. Republik Florenz. 14. Jahrhundert, also 1476. Und da beginnt unsere Geschichte. Von Ezio Auditore a Firenze. Ja, jetzt mach ganz ehrlich, wie viel baut er denn da auf? Ich weiß die ganze Stadt, aber... Meine Güte. Ja. Stiefel. Schick. Sind das wir? Das sind wir. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Das geht doch nicht. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Willst du stehst? Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Stall. Ah, der benutzt doch einen Aimbot. Der hat einen Aimbot benutzt. Ja, los, geht das. Auf die Fresse mit den Hackern. Nicht in der Nase bohren, Freundchen. Wie blockt man denn? Haut mich jetzt. Ja, so, okay. Zack. Ja, so gut. Au, Alter. Zack, zack. Au. Und der Nächste. Ja, überhaupt keine Chance, ist doch... Peinlich ist das. Hast du gedacht? Na, hast du dir gedacht? Zack! Bam! Ins Gesicht. So, noch ein... Ja, der ist auch ein Cheater. Der hat doch Godmode drin oder so. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. So viele Menschen gibt's nicht auf dem Planeten. Zack, zack. Oh, den nächsten. Oh, schön. In den Kehlkopf. Oh. Von hinten, ey. Was? Was ein Arsch. Meine Güte. Stirb. Oder... Au. Nicht von hinten. Arsch. Arsch. Meine Güte. Ruhig. Ruhig.
Gut. Au. So. Zack. Du bist ruhig. Willst du noch was? Hm? Na? Ups. Und weg. Noch jemand? Ja, sicher. Oh, das sah nicht schön aus. Komische Steinwerfer hinten. Angriff. Zack. Ja, die sind doch easy. Das ist doch das ist keine Herausforderung. Ich, meine Güte, geht K.O. Ich glaube, ich werde doch länger atmen als du. Zurück! Zurück! Ja, da haut er ab. Wattenfeigling. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Ach Gottchen. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Sicher. Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja, so mache ich das übrigens auch immer. Wenn ich Geld brauche, zusammenschlagen und erstmal schön plündern. So, was ist das denn so? Aha, ja, schöne Uhr. Die vertick ich. Was hast du so? Flup. Das ist irgendwie nicht viel. Schon besser. Ist nicht irgendjemand Reiches dabei? Meine Güte. Alles arme Schlümpfe. Hallo? Plündern. Die sich alle stöhnen am Rumwälzen. Das ist ja fürchterlich. Oh, das dauert ja ewig. Ich muss jetzt jeden plündern. Babine, das sollte genügen. Jetzt Jackpot. Weg hier, bevor die Wachen kommen. Jungs sind Jungs. Dort haben wir direkt den ersten Quest gemacht. Also an der Seite wird dauernd hier sowas eingeblendet, so datenbankmäßig. Das ist aber so viel, das kann man gar nicht draufklicken. Ich kann mal kurz so testweise. Und dann hat man hier so also Informationen. Moment, so. Ich kann gar nicht scrollen. Ach so, scroll ich. Und wie man sieht, das ist jedes Mal so viel über jede Person im Spiel. Das könnt ihr euch das Spiel selbst holen oder wenn ihr schon habt, mal gucken, aber. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Fürs Let's Play ist das einfach zu viel. Jupp. Der Schlaf ist doch ganz nett hell. Federico? Seltsam. Was ist denn das für ein Klettermax? Also, aber der kann können wir schon lange. Der klettert es hoch und wieder runter zu klettern. Ich habe ein Elixier aus Blei und unglaublich sinnvoll. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Arsch. Affottiti. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Das ist mein Arzt. Tupfen als fertig. Hier lang. Ja? Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Geht klar. Das ist eine Chance, halt, ganz ehrlich. Dann auf drei. Uno. Wo ist denn die Kirche? Moment, ja. Los geht das. Ups, Entschuldigung, mein Herr. Der Kleine muss noch so viel lernen. So, er probiert's außen rum. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Ja, ganz ehrlich, ich könnte noch 5 Minuten warten, bis der mal da ist. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Wart ab. Zick. Richtiger Kletteraffe.
Die Musik ist echt klasse. Ich finde auch das Ambiente vom ganzen Spiel einfach echt super. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2. Schön. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ja. Alte Casanova. Nachttrunk. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Geht, klar. So, und hupf. Oh, hupf. Hupf. Achso, erstmal synchronisieren. Ich wollte schon halt runterhupfen. Schön, einfach schön. Jetzt aber hupf. Hupf. Hallo? Hupf. Ich kann nicht hupfen. Ah. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Warum? Einfach drauf. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Er ist gerade eben abhauen und jetzt mich versuchen einzeln zu treffen, ne? So feige. Der gerade weggeschubst. Wohin denn? Ach da. Okay. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Gute Auskunft. Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Tja, direkt durchschaut. Komm her. Oh, Ezio. Ui. So, jetzt schalte ich mal für euch leider ab. Tut mir leid. Ezio. Das finde ich jetzt süß. Und? Und der nächste Morgen. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Oh Gott, der Vater, der Vater. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt, Bewegung. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Du musst schon... kleine Schäferstündchen, meine Güte. Muss ich vielleicht so überreagieren? Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Genau, ich war das eigentlich sie gar brauchte nicht. Hilfe bei einigen Dingen. Oh ja. Ich bin besser ich als der Hauslehrer. Ich bin quasi unschuldig. So, ihn verstecken. Und? Mach jetzt, gib auf. Zack, und wieder ein bisschen Geld. Und Rennen freigeschaltet. So, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ja, Quest erledigt. Schön. Sind die alle. Ich habe jetzt mein. Normalerweise starte ich mit so einem kleinen Counter, wo ich halt gucken kann. Das ist gleich 15 Minuten und dann stoppe ich halt. Den habe ich jetzt aber nicht gestartet. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Mach ich den jetzt? Also vom Gefühl hier noch. Ein bisschen noch, denke ich. Flucht erfolgreich. Schön. Ich wollte eben hier den kleinen Turm klettern. Warum? Also auf der Karte sieht man dieses Zeichen, dass man dann hier kann man dann einen neuen Aussichtspunkt und dann einmal hoch und wieder synchronisieren. So schaltet man dann nach und nach die Karte frei und ja, so kann man halt Dinge besser sehen und ich kann auch gleich mal die Karte öffnen, wenn man fertig hat. So. Zip. Das ist halt die Karte, das ist jetzt das Gebiet. Hier sind Ärzte.
da sind noch mehr Ärzte da. So, da ist der Schmied, kann man halt Rüstung, Waffen kaufen. Schneider, da kann man halt so Zeug kaufen. Maler kann man, Kunsthändler meine ich, Bilder und Schatzkarten, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Das muss bestimmt unglaublich wehtun. Also wenn das bisschen Heu das abdämpft. Unfassbar. Was ist jetzt los? Hat die wirklich Stress? Von mir aus. Ich hab schon gar nichts getan. Aggressiv. Ein extrem hohes Gewaltpotenzial, möchte man schon beinahe sagen. Genau, und so kann man stehlen. Kann man ganz. Zack. Zack, zack. So, jetzt kommt. Och, meine Güte. Ja, kick mich weg. Hoch, hoch, komm. Steh auf, steh auf. Au. Zack. Ja, das sind Viecher hier am Anfang. Das ist halt so für die Übung noch, aber die tun ja nichts. Die wollen nur spielen. Hallöchen. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Jere Vipazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Da bin ich unschuldig. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. Nee. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Lorenzo? Du musst sie ihm überbringen. Geht klar. Ich eile, Vater. Komm ich wieder, eile. Wenn ich fliege. Ja. Lauf, Bursche. Geht klar. Den Brief überbringen. Lass mich doch durch. Ja, sollen die ganz ehrlich, sollen die Pazzi, die Ezio, also sollen die Pazzi mich doch finden? Die verkloppe ich dann einfach, meine Güte. So einen kleinen Prügelei muss man die aus dem Weg gehen. Dann gehen wir mal über das Dach, so ganz typisch Assassin's Creed halt. Denn, also ein Großteil des Spiels ist halt wirklich hier so Klettern und sonst was. Neben dem halt kämpfen, das ist auch ein großer Part, aber so Klettern und sowas ist halt auch sehr wichtig und ich finde, es macht auch unglaublich Spaß, so durch die Stadt einfach zu klettern. Man kann da komplett frei hier lang klettern und ich finde auch die Klettersteuerung sehr gut. Die wurde in den nächsten Part, also in den nächsten Teilen, also ACB, ACR und AC3 noch mehr verbessert, aber ich finde die auch hier echt klasse, das macht echt Spaß. Und es ist einfach, also man muss nur rechte Maustaste gedrückt und Leertaste gedrückt halten und man kann klettern, springen, der macht alles automatisch. Ist echt schön. Puff. Ich würde das nicht machen, ganz ehrlich. Vergisst jemand da einen Stein drin oder sonst was oder keine Ahnung. Oder versteckt sich jemand anders drin, dann ist mir noch blöd. Verkauft euch schon was? Nicht auf Lager. Ich war mir sicher, Superhändler. Dass ich habe, was ihr sucht. Was war es gleich? Warum die Kapuze? Sorry, wir müssen. Wieso Kapuze? Wo kommt Kapuze an? Oh, ach. Das Problem ist, ich habe vor kurzer Zeit noch Assassin's Creed 3 gespielt und da ist halt die Steuerung ein bisschen anders. Mit dem Content und sowas. Muss ich erstmal wieder umgewöhnen. Hm? Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurück erwartet. Ja, kein Thema. Ich werde es ausrichten. Jo, geht klar. Und wieder zurück. Ja, wie gesagt, am Anfang die Quest oder die Aufträge sind noch ziemlich einfach, ziemlich friedlich. Und da wird sich aber schnell ändern. Auch die Story wird ziemlich stark anziehen, ziemlich spannend werden, wie ich finde. Also, ihr hört schon, ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Als ich das mir damals gekauft habe, dachte ich mir so, ich habe AC1 mal angespielt. Fand ich jetzt nicht so super, muss ich ganz echt zugeben. War gut, das Spiel, aber fast nicht.
Aber AC2 ist wirklich super. Also echt klasse. Nicht ganz. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Lügner. Mimi. Ah, hier geht's rein. Hallöchen. Schön weiterarbeiten. Biskero. Immer schön Molo, ne? Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Genau. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Wo ist der? Hört man das so gut durch die Tür? Das war eine Tür. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Den mag ich nicht. Der sieht böse aus. Oh, haben wir das auch erfüllt? So, jetzt haben wir hier sogar drei neue Quests direkt. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich werde es einfach mal cutten und dann mal gucken, ne? Also vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi!